Neue Pokémon-Generationen bringen natürlich Neuerungen mit sich. Welche die meiner Meinung nach besten Neuerungen in Pokémon sind und warum, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Platz 10. Dieses Gerät war eine kleine Revolution aus der vierten Generation. Der Poketech hat viele Dinge im Leben eines Trainers deutlich praktischer gemacht. Dieses praktische Gerät erhält man in Jubelstadt. Im Prinzip ist das Gerät eine Weiterentwicklung des PokéNav aus der dritten Generation. Der Poketech enthält sehr viele neue Funktionen, insgesamt 23 Stück, die sich in Pokémon Platin finden lassen. Eine Stoppuhr- und Weckerfunktion war auch als Verteilung geplant, wurde aber nie verteilt. Die Funktionen kann man sich auf dem Touchscreen anzeigen lassen und sie sind wirklich vielfältig. Von Pokémon Pension bis Bären über den Kalender, alles ist kompakt und praktisch im Poketech mit dabei. So kann sich jeder Trainer individuell seinen Bereich gestalten. Wie ich finde, ist der Poketech ein praktisches Gerät. Er zeigt kompakt und schnell die Informationen, die man wirklich braucht, auf dem Touchscreen des Spielers an. Ein praktisches Gerät, das ich ehrlich gesagt auch gerne im Remake zurück hätte. Platz 9. Auch diese Neuerung kam in der vierten Generation dazu, blieb aber leider nicht wirklich lange. Denn der Untergrund war natürlich eine riesige Neuerung dieser Generation. Um den Untergrund betreten zu können, braucht man als erstes den Forschersack aus Ewigenau. Nach dem Erhalt des Waldordens bekommt man dieses Basis-Item. Setzt man dieses an der Oberfläche ein, gelangt man in den sogenannten Untergrund. Man kann natürlich mehrere Dinge im Untergrund machen. Zum einen ist da das Ausgraben von Items, Sphären und natürlich auch Fossilien. Im Wesentlichen ist das auch die Kernaufgabe, die man im Untergrund macht. Ähnlich wie in der dritten Generation kann man aber auch Geheimbasen im Untergrund erstellen. Diese lassen sich natürlich auch mit vielen verschiedenen Dekoartikeln ausstatten. Die meisten bekommt man davon im Untergrund im Austausch gegen Sphären. Einige Dekogegenstände kann man sich aber auch in Schlaide im Einkaufszentrum kaufen. Um diese Gegenstände natürlich platzieren zu können, muss man eine Geheimbasis errichten. Wichtig ist es dabei auch, die Flaggen aus den anderen Geheimbasen zu sammeln. Denn die eigene Geheimbasis wird ziemlich voll mit Steinen sein. Je mehr Flaggen man gesammelt hat, desto mehr Steine kann man entfernen. So lassen sich mehr bzw. auch größere Deko-Gegenstände in der Geheimbasis platzieren. Ich denke, der Untergrund hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich freue mich schon auf jeden Fall auf ein Abenteuer unter Tage. Platz 8. Gegen andere Trainer zu kämpfen und mit ihnen Pokémon zu tauschen, das war in den Anfängen von Pokémon alles andere als einfach. Linkkabel mussten gekauft werden und die ein oder anderen Freunde hatten sicherlich auch nicht immer Zeit. In Zeiten der Online-Kommunikation ist das natürlich schon lange vorbei. Doch im Wesentlichen trug das sogenannte PSS dazu bei, dass Online-Kommunikation in Pokémon so einfach wie noch nie wurde. Das PSS hielt in Pokémon X und Y Einzug und wurde in Omega Rubin und Alpha Saphir nochmal optimiert. Man erhält schnell und einfach einen Überblick darüber, wer online ist und mit wem man kämpfen oder tauschen kann. Wenn man mit jemandem tauschen oder kämpfen möchte online, geht es ja in erster Linie darum, denjenigen schnell zu finden. Kein nerviges Speichern, Aktualisieren oder Pseudomissionen machen, nein, ganz einfach schnell und auf einen Blick alles parat und im Blick haben. Warum Game Freak sich überhaupt nochmal entschied, das PSS komplett über den Haufen zu werfen und durch den Festival Plaza zu ersetzen, das ist mir bis heute ein ewiges Rätsel. Fakt ist aber, dass alle Online-Systeme, welche bisher danach kamen, leider nicht mal ansatzweise so gut waren wie das PSS. Man kann also sagen, das PSS war eine Neuerung, die unserer Zeit wahrscheinlich weit voraus ist. Platz 7. Wer hat nicht schon immer gerne seinen VM-Sklaven dabei gehabt? Krabby und Zickzacks sind hier nur einige Beispiele. Aber die siebte Generation machte hiermit prompt Schluss, denn es gab eine neue Mechanik, die sich Pokémobil nannte. Die Idee dahinter ist einfach, aber zugleich genial. Statt eine nervige Diskette mit der VM-Surfer herumzuschleppen, ruft ihr ganz einfach ein Pokémon herbei, das diese Fähigkeit innehat. Kein nerviges Überlegen, wer denn der VM-Sklave im Team sein soll. Zum Beispiel ruft ihr ganz einfach ein Lapras herbei, um durch das Wasser zu surfen, oder ihr ruft ein Glurak herbei, um ganz einfach zwischen Stadt und Stadt fliegen zu können. Ich gehe von aus, dass die Idee den Entwicklern in den Sinn kam, als sie Überflieger für Oras einprogrammiert hatten. Dies ist eine geheime Fähigkeit von Latios und Latias mittels der Äonflöte, sich herbeirufen zu lassen und sprichwörtlich über ganz Höhen zu fliegen. Das ist zumindest naheliegend, dass sie dann weitergedacht haben, um diese Mechanik in den Spiel
Spielen effektiver einzufügen. Man kann heute sagen, dass sich die Mechanik auf jeden Fall durchgesetzt hat. In späteren Spielen wie Let's Go und Schwert und Schild sind VMs auf jeden Fall kein Thema mehr. Das merkt man auch anhand der Teams, welche ich mal zusammengestellt habe. Oftmals sind in früheren Generationen einfach Pokémon dabei, welche Fliegen oder Surfer beherrschen müssen. Und mal ganz ehrlich, das ist nicht die Intention des sechsten Teamslots und ich bin ganz froh, dass man sich hier entschlossen hat, die gesamte Mechanik nochmal zu überarbeiten. Ich finde, es ist eine der wichtigsten Neuerungen aus der siebten Generation, die ich persönlich wirklich feiere. Einen VM-Sklaven kann ich mir jedenfalls heute kaum noch vorstellen. Platz 6. Es gibt viele Personen in Pokémon, die im Verlaufe des Abenteuers ziemlich wichtig werden. Da ist zum Beispiel der Rivale, die Arenaleiter, aber auch natürlich der Pokémon-Champ. Aber eigentlich ist ja der Charakter, mit dem man spielt, am wichtigsten im gesamten Abenteuer. Und lange Zeit war dieser Charakter recht statisch, bis Pokémon X und Y kam. Die Charakterdesigns waren wirklich ein Türöffner in die neue Pokémon-Welt. Seitdem man seinen eigenen Charakter designen kann, hat man nicht mehr das Gefühl, dass man in einer fremden Welt Pokémon spielt, sondern dass die Pokémon-Welt zu einem selbst kommt. Die Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter individuell zu gestalten, haben seitdem stetig zugenommen. Und ich denke, allgemein lässt sich sagen, je mehr Möglichkeiten es zur eigenen Charaktergestaltung gibt, desto eher trifft man sich natürlich selbst. Neue Pokémon-Spiele, wo die Charaktergestaltung keine Rolle spielt, sind sich sehr schwierig vorzustellen mittlerweile. Ich denke, man legt da schon mehr Wert drauf, als vielleicht einem im ersten Moment bewusst ist. Ich denke, man darf gespannt sein, was in den kommenden Generationen hier alles noch so möglich sein wird. Platz 5. Blickt man zurück, ist es noch gar nicht so lange her, da hatte jedes Pokémon ein bestimmtes Schema. Es gab die Basisstufe eines jeden Pokémon, dann die erste und die zweite Entwicklungsstufe eines Pokémon. Doch mit den Mega-Entwicklungen aus Pokémon X und Y und Omega Rubin Alpha Saphir änderte sich einiges. Im weitesten Sinne sind Mega-Entwicklungen eigentlich eine dritte Entwicklungsstufe, die aber nicht permanent, sondern nur temporär wirkt. Auch wenn all eure Pokémon im Team in der Lage wären, eine Mega-Entwicklung zu vollführen, so kann dies im Kampf nur ein einziges Pokémon tun. Das macht es natürlich für die Teamzusammenstellung um einiges schwieriger, sich für die richtige Mega-Entwicklung zu entscheiden. Die Mega-Entwicklungen sind auch Grundlage für die Alola-Formen und natürlich das Dynamax-Feature. In Pokémon Schwert und Schild sind Mega-Entwicklungen leider kein Thema, denn schlicht und ergreifend sind sie für Dynamax ersetzt worden. Das Schöne war, dass auch bei den Mega-Entwicklungen nicht nur die starken Pokémon profitiert haben, sondern auch die etwas schwächeren, wie zum Beispiel Taubos. Das ein oder andere Pokémon wurde sicherlich dadurch häufiger eingesetzt. Durch dieses Feature hatte man nicht nur gleich neue Möglichkeiten, sondern auch neue Designs von alten Pokémon, die dadurch gleich mal viel interessanter wirkten. Und die 100 Basispunkte, die die Pokémon durch die Mega-Entwicklung dazu bekamen, waren gut investierte Basispunkte für ihre Stärke. Aber egal wie die Werte verteilt wurden, es war stets zum Vorteil des Pokémon. Ich wünsche mir diese Neuerung wirklich gerne zurück und es bleibt nichts anderes zu hoffen, als dass es sie möglichst schnell wieder in die Spiele schafft. Wird. Platz 4. Es gab schon mehrere Interviews, in denen eins immer wieder hervorkam. Jüngere Spieler neigen dazu, Pokémon immer kürzer zu spielen. Deswegen gab es damals Einrichtungen, wo jüngere Spieler natürlich auch angehalten werden sollten, Pokémon länger zu spielen. Die Kampfzone aus der dritten und vierten Generation brachte frischen Wind in die Sache. Die Idee zur Kampfzone entsprang aus Pokémon Smaragd. Dies führte zum Beispiel dazu, dass ich eine Spielzeit in Smaragd von über 600 Spielstunden habe, während ich in drei späteren Generation noch nicht mal zusammen diese Spielzeit geschafft habe. Gerade im Singleplayer bot sie dir ungemein viele Möglichkeiten an, dein Können als Trainer massiv zu verbessern. Und manchen Trainer brachte sie sicherlich auch noch auf die Idee, irgendwelche strategisch wertvollen Items bei den Pokémon besser einsetzen zu können. Gerade Items wie Flinkklaue oder Blendpuder waren sehr häufig genutzte Items von den Trainern in der Kampfzone, was zu dem ein oder anderen unerwarteten K.O. in deinem Team geführt hatte. Meine Lieblingseinrichtung der Kampfzone ist auf jeden Fall die Kampfpyramide, welche sich in Pokémon Smaragd findet. Dort musste man nicht nur gegen die Trainer kämpfen, sondern auch gut mit der Dunkelheit und den Items umgehen können. Leider muss man sagen, ist das schon ein Relikt aus vergangener Zeit und ja, die Kampfzone ist passé. Das einzige, was im
Kern von der Kampfzone wirklich noch übrig geblieben ist, ist der Duellturm. Auch wenn es mittlerweile Kampfbaum oder Kampfchateau heißt, es ist im Kern noch immer der Duellturm, der für diese Mechanik verantwortlich ist. Und die Existenz des Duellturms geht ja schon auf Pokémon Kristall zurück. Mittlerweile finde ich diese Einrichtung nur noch langweilig, weil es schlichtweg einfach immer wieder dasselbe ist. Stellt euch mal die Remake strahlende Diamant leuchtende Perle mit der Kampfzone aus Pokémon Platin vor. Ich denke, allgemein würde das die gesamten Remakes aufwerten. Wären sie in den Spielen drin, würde das sicherlich eins verursachen: die Spielzeit von euch auf jeden Fall massiv anheben. Platz 3. Es ist eine der Neuerungen, die sich Wacker bis heute gehalten hat. Kein Wunder, denn die Neuerung aus der dritten Generation war nicht nur interessant, sondern sie änderte die Pokémon-Kämpfe auch für immer. Die Art und Weise, wie man einen Kampf bei einem Doppelkampf führt, ist natürlich sehr entscheidend. Es gibt wirklich viele Situationen, wie man in einen Doppelkampf kommen kann. Entweder man begegnet einem Trainer-Duo, also zum Beispiel einem Zwilling oder einem Schwimmer-Duo, was sich dann im Kampf verbündet und zwei Pokémon in den Kampf schickt. Was aber auch manchmal schon der Fall war, ist zum Beispiel, dass einem zwei Trainer gleichzeitig ansehen und diese sich dann zusammenschließen und gemeinsam gegen euch kämpfen. Persönlich finde ich die letzte Variante natürlich etwas interessanter, da man auch hier etwas gucken muss, wie man dann den jeweiligen Trainern besser ausweichen kann. Außerdem lassen sich ja so die Trainer auch im Einzelkampf bekämpfen, falls ihr keine zwei Pokémon dabei haben solltet. Mittlerweile sind auch Doppelkämpfe das offizielle Format in Pokémon-Turnieren geworden. Das kann man natürlich so oder so sehen, aber auf der anderen Seite muss man hier aber natürlich auch sagen, dass die Doppelkämpfe wesentlich komplexer sind als ein Einzelkampf. Einige Attacken können zum Beispiel mehrere Pokémon treffen, wie das bei Surfer der Fall ist. Bei Attacken wie Erdbeben oder Explosion müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht euer eigenes Partner-Pokémon angreift. Natürlich hat man im Pokémon auch mit den Gedanken gespielt, mehrere Pokémon im Kampf einzusetzen, wie zum Beispiel bei Dreifachkämpfen oder Multikämpfen der Fall. Leider muss man aber hier sagen, dass diese die Zeit nicht so gut überdauert haben wie die Doppelkämpfe. Sie sind eher nebensächlich geworden oder spielen absolut keinen Anteil an der heutigen Story mehr. Die Doppelkämpfe sind allerdings bis heute noch zu sehen und werden es sicherlich in Zukunft auch immer noch bleiben. Ich denke, es ist eine sehr sinnvolle Neuerung, die auch viele Kämpfe deutlich spannender gemacht hat. Platz 2. Es gab Zeiten, da war eine Itemgruppe besonders im Beutel. Denn diese war wie ein normales Item behandelt worden, aber das war ziemlich nervig. Die fünfte Generation brachte die wiederverwendbaren TMs und Hölle ja, sie waren ein verdammter Segen für die Pokémon-Welt. Wie ihr gehört habt, dieses Feature gibt es erst seit der fünften Generation und es ist vielleicht gar nicht so alt, wie der ein oder andere denken mag. Stellt euch vor, ihr hättet eine gute TM wie Erdbeben oder Blizzard und nachdem ihr sie einmal bei einem Pokémon eingesetzt habt, wird sie verbraucht und ihr müsstet sie nochmal kaufen. Bei dieser Neuerung sind die TMs im Schnitt um das Zehnfache teurer geworden. Man muss aber auch sagen, dass man die meisten guten Attacken, wie gerade genannt, Erdbeben deutlich häufiger als 10-mal einem Pokémon beigebracht hatte. Klar gibt es da so die ein oder andere TM, die man im Abenteuerverlauf bekommt und die man dann wahrscheinlich nie wieder braucht, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten TMs sind sehr nützlich und verschaffen euch einen deutlichen Vorteil im Kampf. In der 8. Generation wurde das alte Feature wieder aufgegriffen mit den sogenannten technischen Platten. Diese funktionieren wie die TMs halt eben damals funktioniert haben. Einmal verwendet, einmal verbraucht. Ich finde es irgendwie cool, dass man das natürlich irgendwie wieder aufgegriffen hat, muss aber sagen, dass ich generell diese Neuerung nicht wirklich feiere. Ich muss sagen, mir ist es lieber, wenn man auf die Attacken immer Zugriff hat. Klar hat das ein Pokémon-Spiel auch irgendwo einfacher gemacht, aber gerade im After-Story-Verlauf ist es ein wirklicher Segen. Ich finde die Vorteile überwiegen deutlich die Nachteile, wenn man wiederverwendbare TMs hat. Wieder eine Neuerung, die auf jeden Fall viel mehr Gewicht hat, als man im ersten Moment denken mag. Platz 1. Die Überraschung, als dieses Feature wieder eingeführt wurde, war riesengroß. Kein Wunder, denn es betraf diesmal auch deutlich mehr Pokémon. Eigentlich wurde dieses Feature in Pokémon Heart Gold und Soul Silver eingeführt, aber auch noch heute in Pokémon Schwert und Schild im DLC spielt es eine große Rolle. Für mich ist das Folgen der Pokémon auf jeden Fall die beste Neuerung, die es jemals in Pokémon gab. Die Funktion eines Pokéballs stellt das natürlich schon in gewisser Weise in Frage. Trotzdem ist es schon cool, wenn einem die ganzen Pokémon folgen können.
Die Grundidee zu diesem Feature geht auf Pokémon Gelb zurück, wo ich aber nur ein Pikachu folgen konnte. In Heart Gold und Soul Silver wurde diese Idee um alle Pokémon erweitert, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Ebenso wie damals konntet ihr mit diesen Pokémon interagieren und diese haben natürlich dann sehr interessante Sachen teilweise gemacht. Nehmt ihr beispielsweise ein Knofensa mit in den Knofensa-Turm, so wird es beginnen zu tanzen. Das Feature kam immer mal wieder zurück, zuletzt im Erweiterungspass von Pokémon Schwert und Schild. Und auch wenn es nur im Erweiterungspass zurückgekehrt ist, ich denke, es ist immer noch ein Bruchteil dessen, was mit dem Feature möglich ist. Wenn das Lieblings-Pokémon eines Trainers hinterherläuft, finde ich, ist das immer ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich denke, für viele ist es auch ein Gefühl, das in einem neuen Spiel durchaus gerne zurückkehren könnte. Wie immer am Ende des Videos ist auch hier eure Meinung gefragt. Welche Neuerungen in Pokémon findet ihr denn am besten und warum? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann liken, hypen nicht vergessen, um meinen Kanal zu unterstützen. Und um keine weiteren Videos rund um Pokémon zu verpassen, gerne hier an der Stelle auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Doch wie immer verabschiede ich mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.